Weil im Unterschied zu den Arbeitnehmern hier im Ruhrgebiet kommen die in Rumänien eben nicht morgens 7 zur ersten Schicht und bleiben bis zum Schluss da, sondern sie kommen und gehen, wann sie wollen und wissen nicht, was sie tun. Das ist evangelischer Kirchentag, Piano von diesem Dings da mit den lila Büchern. Und wenn es sein muss, dann treffen wir noch irgendwelche Chinesen bei irgendwelchen Sachen im Rathaus. Und wenn die dann nicht endlich in Duisburg investieren wollen, dann wird die auch noch gewürgt, solange wir sie Duisburg schön finden. Immer alles bewegt. Ein weiches Herz, das unter rauer Schale kraftvoll schlägt. Für alle eine neue Chance.